In den Räumen des Business- und Spa-Resort Dreiklang fand ein Business-Frühstück der Sparkasse Südholstein mit einem informativen Vortrag von Dr. Frank Schallenberger zum Thema Krise oder neue Normalität, die Entwicklung an den Zins- und Währungsmärkten statt. In seinem Vortrag gab Dr. Schallenberger, Leiter Commodity FX Research der Landesbank Baden-Württemberg, mithilfe seiner langjährigen Erfahrung einen spannenden und kurzweiligen Blick in die Zukunft der Zins- und Devisenmärkte. Also ich rate den Norddeutschen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Konjunktur sieht ganz gut aus in Deutschland, in Europa. Für die Griechen haben wir jetzt hoffentlich ja auch eine Lösung gefunden. Also von daher konjunkturell, glaube ich, sieht es ganz gut aus und man muss sich nicht so viele Sorgen machen. Gut, klar, ich meine, wir haben jetzt wieder ein neues Hilfspaket, was beschlossen wurde für die Griechen und Deutschland trägt da natürlich auch seinen Teil. Wahrscheinlich reden wir da über 25 Milliarden, wo wir hier in Deutschland wieder betroffen sind. Also von daher, das spürt man dann schon insgesamt, aber ich denke mal jetzt für jeden Einzelnen von uns merken wir es dann wahrscheinlich doch wieder nicht. Also die 25 Milliarden hin oder her machen den Kohl dann auch nicht fett. Also nicht nur die Unternehmer, sondern natürlich auch vielleicht die Privatkunden. Ich glaube, es gibt ein paar ganz gute Möglichkeiten, gerade auf der Investmentseite. Ich halte Gold und die Edelmetalle gerade für wirklich aussichtsreich auf dem Niveau, wo wir jetzt gerade sind. Und wer sich im Währungsbereich ein bisschen was zutraut, so eine Anleihe auf norwegische Kronen, glaube ich, das ist Chance-Risiko-Verhältnis gerade auch ziemlich gut. Ja, ich denke, wir haben wieder eine sehr interessante Vortragsveranstaltung heute gehabt hier in Kaltenkirchen, wo wir den Unternehmern, die sehr zahlreich erschienen sind, unsere Kunden einfach mal darlegen können, mit einem Experten von der Landesbank Baden-Württemberg, Herrn Dr. Schallenberger, wie die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, wie stabil die Konjunktur durchaus einzuschätzen ist, dass wir ein gutes Umfeld haben, auch für Investitionen, aber auch, wie man dann Devisenmärkte und sich entwickelnde Rohstoffmärkte dabei im Blick halten muss. Ich glaube, da haben viele Unternehmer gerade einige Anregungen mitgenommen, bei denen wir sie dann auch entsprechend begleiten wollen als Sparkasse. Absolut. Man sollte positiv in die Zukunft schauen. Es hat sich nachhaltig gezeigt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabil sind. Wir haben ein gutes konjunkturelles Umfeld, auch für Investitionen wirklich gut geeignet. Auch die Prognosen für die nächsten Jahre sehen positiv aus. Wir haben zudem ein sehr niedriges Zinsumfeld. Da gilt es, denke ich, als Unternehmer, wenn ich eine entsprechende Planung habe für die nächsten Jahre, zu überlegen, welche Investitionen jetzt womöglich anstehen, um mir dieses niedrige Zinsumfeld auch zu sichern. Das wird perspektivisch nicht immer so niedrig bleiben. Und ich glaube, jetzt ist die Chance, sich das niedrige Zinsumfeld dann auch zu sichern für die Investitionen, die in den nächsten Jahren dann auch anstehen. Nicht unruhig werden in dem Bereich, man sollte das nicht überbewerten. Ich glaube, das ist zwar natürlich ein Thema, was uns zurzeit im Tagesgeschäft und auch in der Presse beherrscht. Das ist tatsächlich so. Wir reden auch über große Unterstützungsleistungen an Griechenland, aber im Gesamtkontext darf man das nicht überbewerten. So eine gewaltige Rolle spielt Griechenland nicht. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben stabil. Der Euro hält sich im klaren politischen Willen. Man sollte dem nicht zu viel Fokus geben, sondern sich dann wirklich auf die Themen, die auch als Unternehmer weiterhin wichtig sind, konzentrieren. Ich denke, das ist ein guter Rat. Das ist richtig. Wir blicken gemeinsam mit unseren Kunden in eine sehr positive Zukunft. Nach seinem Vortrag beantwortete der Referent die aufkommenden Fragen des Publikums. Die Veranstaltung klang schließlich mit einem Business-Frühstück in netter Atmosphäre und mit angenehmen Gesprächen aus.